Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rotary Craft Tutorials. Und ja, in der letzten Folge ging es ja um Farming Maschinen und davor um Maschinen, glaube ich, um Produktionsmaschinen. Jetzt geht es in dieser Folge um Tools, also um sowas wie das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Oh, der sollte nicht hier sein. Unprofessionell und um das hier. Also, fangen wir doch mit den ganz einfachen Sachen an, und zwar dem Screwdriver. Das sollten die meisten Leute mittlerweile wissen, was es ist. Und den kann man so craften. Bei den meisten hier kann man es übrigens in Work, in der Worktable und im Crafting Table machen. Ich mache es aber hier nur in den Worktables, weil man es hier so drin haben kann. Auf jeden Fall kann man den mit HSLR-Stil machen oder mit Eisen. Und da haben wir ja schon einen. Und was man damit machen kann, ist, der hat übrigens keine Duration, also keine HP, also keine Hitpoints, also er kann nicht kaputt gehen. Und man kann einfach Maschinen rotieren. Das ist die Hauptsache, was man damit eigentlich machen kann. Dann kommen wir aber schon zur nächsten Maschine. Zur nächsten Maschine. What? Zum nächsten Item. Und das ist der Angular Transducer. Den macht man so. Und was man mit dem machen kann, ist einfach sozusagen Datenwerte auslesen. Also wenn ich hier klicken kann, kann ich bei diesen Industrial Coils machen, die Industrial Coils, die halten nur Energie sozusagen. Kann ich einfach Stored Energie schauen. Wenn ich auf sowas mache, kann ich, sehe ich hier, Power is being received from, das heißt, wo er die Power herbekommt, also die Drehrotation, und dann einfach den Block selber. Das geht nur auf den Rotary Craft Blöcken. Hier sehe ich jetzt auch, man sieht auch die Eigenschaften, also ich habe da hinten übrigens einen Motor, läuft ein bisschen, und dann sieht man Range, was maximal und was maximal ist. Und da Power received. Dann kommen wir zum nächsten. Das hier sind eher so Creative Tools. Deswegen gehen wir jetzt mal kurz in Creative Mode. Und was ihr seht hier, ist ein leeres Reservoir. Reservoirs sind sowas wie Behälter, also sowas wie Tanks. Und wenn ich mit dem Magic Wand drauf mache, Shift und Rechtsklick, füllt sich das. Und das ist dann sozusagen eine unendliche Wasserquelle. Word Edit Tool kann man einfach Word editen. Dazu müsst ihr Rechtsklick. Ihr wisst ja, man kann sozusagen, ihr wisst ja, wie Word Edit funktioniert mit dieser Holzaxt. Dann macht ihr Rechtsklick auf das hier. Und dann Shift Rechtsklick auf den anderen Punkt. Und da macht ihr jetzt alles weg. Wenn ihr in die Luft schaut, könnt ihr den Block reinlegen, mit dem ihr es füllen wollt. Also davor, wenn ihr es leer lasst, füllt ihr es nicht. Und wenn ihr was reintut, füllt ihr es. Und zwar, als nächstes kommen die HSLA-Werkzeuge. Das ist sowas wie verbesserte Eisenwerkzeuge. Und die ganzen gibt es hier mit. Also Schaufel, diese Scythe, also das, so eine Sichel. Und eine Spitzhacke, Axt, eine Hoe, also eine, ja, Hoe halt. Und Scheren und Schwert natürlich. Und was, die hat dieselben Werte wie Eisen. Also hier 6 Attack Damage, 6 Attack Damage. Aber was anders ist, Durability 600 und bei dem anderen 250. Also das hält einfach viel länger. Und das macht ihr einfach so mit HSLA und anstatt Eisen halt HSLA. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar sind das die verbesserten Werkzeuge. Das sind die Bedrock-Werkzeuge. Und zwar macht ihr die, seht ihr hier, auch genauso, Schwert, Axt, Ding. Und zwar habt ihr hier noch besondere Enchantments, und zwar das Schwert ist auf Sharpness 5 und Looting enchanted von Anfang an aus. Also ihr müsst es nicht enchanten und macht ultra viel Attack Damage. Die Scythe auf Fortune 5 und die Spitzhacke auf Silk Touch. Also damit baut ihr alles mit Silk Touch ab. Und die macht es so wie normales Zeug, nur anstatt von den Sticks nehmt ihr Shaft Units und anstatt von dem Eisen Bedrock Alloy. Und jetzt gibt es noch die Armor. Und zwar die Armor ist dasselbe wie jede andere Armor macht. Und die gibt es in der HSLA-Version und in der Bedrock-Version. Und zwar die Bedrock-Version müsst ihr in dem Blast Furnace machen. Das habe ich bei dem vergessen. Müsst ihr ein Blast Furnace machen, auf 1000 Grad aufheizen und dann sollte es gehen.
Nehmt ihr einfach anstatt den Diamanten, Leder oder Eisen, was Gott was, nehmt ihr einfach die Bedrock Alloy Ingots, also Bedrock Ingots. Und das geht auch mit Heiße da. Allerdings müsst ihr es wie Eisen nur im Worktable machen. So, als nächstes kommen wir dann zu etwas, was man auch als Armor bezeichnen könnte. Und zwar Jetpacks. Das ist ziemlich lustig. Die Jetpacks sind um einiges besser als Jetpacks, die ihr kennt. Und zwar haben wir diese ganzen wunderschönen Jetpacks. Und das muss ich jetzt natürlich auch erstmal erklären. Okay, jetzt erstmal zum einfachen Crafting. Wie man das Grundmodell craftet, denn es geht alles so ziemlich vom Grundmodell auf. Und zwar, das Grundmodell craftet ihr so: Combustor Reservoir, Kompressor, Diffuser, Base Panel. Okay. Und damit bekommt ihr erst dann das Ethanol-Jetpack. Das Ethanol-Jetpack, wenn ihr es so nehmt, heißt Ethanol-Jetpack. Und ihr könnt es aber nicht nur mit Ethanol füllen. Ihr seht das hier? Das ist Ethanol. Das hier, das ist Jet Fuel. Und Jet Fuel macht ihr aus Ethanol und ein paar anderen Sachen. Jet Fuel ist besser als Ethanol, aber ihr könnt es mit beiden füllen. Und zwar, das ist die Filling Station, die braucht ihr fürs Ethanol. Und dann müsst ihr von hinten ein bisschen Power hinzugeben. Da langt schon eine DC Electric Engine. Und dann nehmt ihr einfach euer Ethanol-Jetpack, legt es hier oben rein und dann füllt es das langsam ab. Und wenn es dann abgefüllt ist, zack, landet es in diesem Slot. Und da wisst ihr dann, okay, das ist abgefüllt. Und wie ihr seht, 30.000 Millibuckets. Das heißt, 1.000 Millibuckets sind ein Bucket. So, und wenn wir es jetzt mal anziehen, werdet ihr sehen, hier auf der Seite habt ihr die Leiste und da seht ihr immer, wie viele Millibuckets ihr noch habt im Tank und 100%, also die einfach prozentuale Anzeige und dann nochmal so eine kleine grafische. Und wenn ihr hochfliegt, ihr merkt schon, das ist ein bisschen krasser als so ein paar andere Jetpacks von anderen Mods. So, und dann habt ihr es gesehen, wir haben das mit Ethanol gefüllt. Aber was ist, wenn wir das nicht mit Ethanol füllen wollen, sondern mit dem Jet Fuel? Na gut, dann legen wir es einfach in die Filling Station. Beide werden mit diesen Fuel Lines reingebracht. Das braucht dann wieder seine Zeit. Und wenn es dann fertig ist, wieder 30 Buckets, könnt ihr es anziehen. Und jetzt, passt auf. Ethanol Jetpack. Ja. Und jetzt schaut euch mal das Jet Fuel Jetpack an. Da ist schon ein leichter Unterschied dazwischen. Dann sagen wir aber, wir haben ja jetzt ein Jetpack. Aber dann haben wir ja keine Chestplate mehr, weil und können uns nicht mehr schützen. Oh Gott. Keine Sorge, wir können unsere Jetpacks mit HSLA oder mit dem Armor-Teil, die wir vorhin gelernt haben, mit HSLA-Stil oder mit Bedrock ausrüsten, also verstärken, upgraden. So, dazu nehmt ihr einfach das Jetpack, das jeweilige, Jet Fuel, legt das andere rein und zack, fertig ist es. Da müsst ihr nicht mal klicken, sondern das macht das automatisch, also seid vorsichtig. Dann haben wir jetzt diese Jetpacks, aber wir nehmen jetzt unser Jet Fuel Jetpack und sagen, wir wollen noch ein bisschen zur Seite. Ja, dann brauchen wir jetzt dieses Bedrock Jetpack mit den Winged. Und das, da gibt's, ich habe keine Crafting-Rezepte für gefunden. Wenn es eins gibt, werde ich euch das hier einblenden. Wenn nicht, dann gibt es Coins. Und zwar, mit dem könnt ihr einfach viel schneller zur Seite fliegen. Also mit dem anderen. Da fliegt ihr zur Seite nicht gut. So, dann kommen wir zum nächsten nützlichen Item und das wäre Ultrasound. Hat man so gecraftet. Und jetzt kommen wir zu denen. Das kommt die nächsten ganzen Items fast. Und zwar, ihr seht hier 0 Kilojoule. Das zweite ist nur, ja, 0 Kilojoule. Und da braucht ihr so Windsprings. Die ladet ihr einfach mit Motoren hinten dran, mit Coil Windern. So heißt die Maschine. Legt ihr diesen Windspring rein und einfach Ultrasound. Und der nimmt jetzt die Energie von dem Windspring, seht ihr 0 Kilojoule, und tut sie sozusagen in den Ultrasound rein. Okay,
Davor geht's nicht. Also ihr müsst das Teil aufladen. Wenn ihr jetzt rechts klickt mit diesem Ultrasound, da könnt ihr es sehen. Nichts, 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 nichts. Cave detected. Cave detected. Seht ihr? Das heißt, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier merkt er es. Oh, da ist eine Cave. Also graben wir uns mal runter. Und ein Wunder, da ist ja wirklich eine Cave. Ja, ich habe den jetzt natürlich hier aufgesetzt, um das mal zu demonstrieren, aber das ist ja nicht der Rede wert. So, nun kommen wir zum nächsten nützlichen, nützlichen Item. Ja, ob das jetzt ganz so nützlich ist. Und zwar der Motion Tracker wird wie der Ultrasound gemacht, nur mit einer Radar-Unit hier oben. Wird wie Ultrasound gemacht, also müsst ihr auch mit dem Windspring aufladen. Hier, Motion Tracker rein, Windspring rein. Und die Energie von Windspring ist in dem Motion Tracker. Und was ihr mit dem Motion Tracker machen könnt, ist ganz einfach, ihr nehmt ein Schwein und könnt dann einfach rechtsklicken und er sagt euch, Schwein 18 Meter away, weg. Meiner Meinung nach jetzt kommt auf den Benutzer an, wie nützlich er es findet. Jetzt kommen wir als nächstes zum Rangefinder. Das ist, craftet ihr so. Und braucht ihr auch wieder einen Windspring. Und ist eigentlich dasselbe wie der Motion Tracker. Nur nicht mit Mobs, sondern mit Blöcken. Also ihr könnt rechtsklicken und er sagt euch Block. Sandstone ist so und so viel. Wenn ich jetzt mal auf dieses Floodlight mache. Wow. Technical Block, Block, DM, Machines. So, als nächstes kommen wir dann zu dem Vakuum. Vielleicht kennen einige Leute von euch den englischen Begriff für Staubsauger und der ist Vacuum Cleaner. Deswegen, Vakuum heißt sozusagen so ein bisschen war Staubsauger, aber irgendwie auch nicht. Also erzeugt einfach ein Vakuum. Und was der kann, ist, wenn ihr ihn aufgeladen habt, dann rechts klickt ihr ihn einfach und die Blöcke wandern richtig langsam zu euch her. Also müsst ihr schon 10 Sekunden dastehen und da seid ihr schneller, wenn ihr hinlauft. Also dieses Item ist meiner Meinung nach sinnlos. So, als nächstes kommen wir dann zur Knockback Gun. Hört sich richtig krass an, eine Knockback Gun. Craftet man so. Wenn ihr sie nimmt, müsst ihr auch wieder mit der Windspring aufladen. So. Und was sie machen kann, ist ganz einfach. Wir nehmen zum Beispiel ein Schwein. Und jetzt rechts seht ihr sie, kommen diese Partikel und ein Sound und ja, das zückt ihr einfach weg. Der Nutzen davon ist mir jetzt nicht so ganz bekannt. Geht auch mit Zombies und mit allen Mobs. Einfach, oh Gott, jetzt wird's laut. Ah, so laut. Aber was es nicht geht, ist, es macht nicht in dem Umkreis, zückt alle weg, sondern wirklich nur da, wo ihr hinschaut. Das heißt, wenn ihr euch umdreht und macht, die greifen euch an. Also ihr müsst wirklich da hinschauen. So, das nächste Item ist die Gravel Gun. Richtig krass, die Gravel Gun. Und richtig verbuggt. Weil eigentlich, wie ihr hier seht, sollte sie Gravel feuern. Und übrigens, je mehr Power ihr tut, also die Windsprings gehen zu verschiedenen Power Level, je desto mehr Damage macht sie, also desto mehr Schaden. Hier in dem Fall jetzt 132 Herzen, also die ist richtig OP. Ultra. 132 Herzen. Ich meine, what the fuck? Okay, jetzt haben wir sie gemaxt. Und eigentlich, was das Teil machen sollte, ist ganz einfach, es sollte eigentlich den Gravel aus dem Inventar nehmen und verschießen. Aber das macht es nicht. Also, als nächstes kommen wir dann zu den Brillen, und zwar zur Night Vision Goggles. Macht man so, müsst ihr nicht. Was? Doch, müsst ihr aufladen. Auch wieder mit den Windsprings. Windsprings. Wind eigentlich. Weiß nicht, Wind heißt. Und zwar, wenn wir jetzt mal in die Nacht gehen und aufsetzen. Ganz einfach, es gibt euch einfach Night Vision. Mehr nicht. Als nächstes kommen wir dann zu den IO Goggles. Macht es mir dann so. Da habe ich ja schon welche. Und zwar, was die machen ist, die zeigen euch immer diese Inputs und Outputs an und noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel bei den, wo kommst du denn her?
wie Inputs und Outputs oder andere Sachen, wie zum Beispiel bei diesen Bevel Gears, die verschiedenen Seiten, grünes Input, rot Output, oder bei den Fans, zeigt euch diesen blauen an, wenn man das also anmachen würde, würde es euch diesen blauen Bereich hier anzeigen, wo der abfarmt. Aber ja, das kann auch ziemlich nervig sein und wenn ihr es abnimmt, dann verschwindet es wieder. Als nächstes kommen wir zum Handheld Crafting Tool. Macht man so, kann es einfach nicht droppen. Und zwar einfach mobiles Crafting Feld. Das nächste ist die Spring Powered Pump. Macht man so. Und wie ihr vielleicht erraten habt, braucht man dazu wieder eine Wine Spring. Und wenn ihr die das da habt, könnt ihr einfach auf Flüssigkeiten rechts klicken und es ist weg. Oh mein Gott. Und wenn ihr hier drüber hovert, seht ihr, contains 4 Millibuckets of Water. Und wie ihr dieses Wasser dann benutzen könnt. Was zum Fick machen die da? Und was ihr dann machen könnt. Und was ihr machen könnt, ist, wenn ihr auf leere Reservoirs rechts klickt, dann füllt es einfach dieses Wasser hier rein. Okay. Als nächstes kommen die Spring Boots. Macht man so. Und müsst ihr, wie gesagt, auch wieder mit Wine Springs aufladen. Und da habe ich jetzt keine Möglichkeit gefunden, das zu craften. Die gibt es nämlich auch in der Bedrock-Version. Aber mit Bedrock, ich habe versucht in dem Crafting-Rezept die Bedrock Boots einzubauen, geht nicht. Ja, wenn ihr das jetzt hier benutzt habt, nehmt ihr einfach hier und oh, ihr seid ultra schnell. Also ihr seid einiges schneller und habt noch Jump Boost, also diese Boots sind so krass. So, dann zum nächsten Item und zwar dem Tile Selector. Macht ihr so und dieses Teil ist komisch. Ich habe nichts dazu gefunden. Ich habe es noch nie benutzt. Jemals in irgendeinem Gameplay, in irgendeinem Modpack oder so. Und es soll irgendwie den mit Terraformer irgendwas machen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, was das machen soll eigentlich. Es ist auf jeden Fall komisch. Und jetzt zum Fireball Launcher. Da habe ich doch glatt die Workbench vergessen. Aber hier seht ihr ja, wie es gecraftet wird. Und zwar so. Und der Fireball Launcher müsst ihr auch wieder mit der Wine Spring aufladen. Denn, wenn ihr hier schaut, ich rechtsklicke, nichts passiert. Man kann es zwar im Survival craften, aber nicht benutzen. Denn es ist einfach ultra OP. Dieses Teil könnt ihr nur im Creative Mode benutzen. Wenn ihr es dann rechts klickt, dann lädt es so langsam auf, wenn ihr. Also die Grundfunktion ist, ihr könnt Feuerbälle verschießen. Wenn ihr kurz zückt, macht ihr eine kleine Explosion. Wenn ihr länger gedrückt hält, wird die Explosion immer stärker. Und irgendwann wird sie so zu diesem Blau und dunkelblau und dann ist sie am stärksten. Auf jeden Fall war es das für das jetzige Tutorial. Unten in der Kommentar-Ding ist, wenn es schon online ist, das nächste Tutorial verlinkt. Wenn nicht, dann nicht. Oder ich habe es vergessen. Auf jeden Fall würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.